Ein verführerischer Schmollmund, ein verruchter Blick und auftopiertes Haar. Auf den zweiten Blick könnte man fast meinen, Sängerin Lana Del Rey steht vor der Kamera. Doch hinter diesem braven Bad Girl steckt niemand anderes als unsere Kaffeepuls-Moderatorin Bianca Schwarzjörg, die sich für ein Lookalike-Shooting umstylen lässt. Ich finde den Look eigentlich ganz cool, also dieses 70er, 60er Jahre Ding ein bisschen. Ich meine, sie ist mega erotisch. Schau ich meine Lippen. Ich bin neugierig, wie die Lippen hinbekommen. Und ich mag das auch, diese Smoky Eyes und diese helle Lippen. Das finde ich, schaut einfach cool aus. Diesen Look trifft bei Lana Del Rey auf einen Hauch weit Trash. Für beide Looks darf beim Make-up natürlich eins nicht fehlen, der sexy Augenaufschlag und ein sinnlicher Schmollmund. Aufgeschminkte Daisy Duck-Lippen kommen bei Bianca nicht in Frage, da muss ein Lip-Booster für mehr Volumen sorgen. Jetzt kommt das totale Wundermittel auf meine Lippen und die werden gleich so ausschauen. Beim Shooting selbst fällt Bianca dank der musikalischen Unterstützung von Lanas atmosphärischen Retro-60s-Pop dann leichter in ihre Rolle. So wie sie sich in ihren Videos gibt, ist sie immer so mega sexy und super lasziv und hat immer diesen leicht geöffneten Mund und diesen Blick und so. Und die Moni von Wien Live, die war super, weil die hat auf ihrem iPhone das Videogame von der Lana Del Rey gehabt, das haben wir vorher schon gehört. Und auch jetzt während dem Shooting ist das gelaufen und habe ich mir so ein bisschen gedacht, okay, ich bin jetzt Lana. Ja, mit den Wimpern und so ist das dann gar nicht so schwer, zumindest das mit den Augen zu machen, weil da hat man automatisch irgendwie einen geschlosseneren oder sexy Blick. Und genau diesen Blick muss Bianca gut einstudieren, um am Foto authentisch auszusehen. Das Hitpotenzial der umstrittenen 60s Diva hat sie allerdings schon früh erkannt. Ich finde ihre Musik super gut. Ich habe es schon gekannt, bevor es ins Radio gekommen ist. Und Videogames ist einfach schön, weil es so melancholisch ist und ruhig. Und sie hat auch so eine rauchige Stimme. Sie klingt so ein bisschen wie eine, weiß nicht, 50-jährige Barsängerin und nicht wie ein 24-jähriges Mädel. Sie hat irgendwie was von Nancy Sinatra. Gangster Nancy Sinatra, so nennt sich Lana Del Rey selbst. Viel Haut und viel Bling-Bling. Poloschmuck zum patriotischen Outfit sagen Bianca beim zweiten Shooting weniger zu. Ich bin so Gangster. So Gangster. Aber auch als kleine Gangsterbraut tritt unsere Kaffeepuls-Moderatorin souverän auf. Für den letzten Shoot setzt sie nochmal ihren besten sexy Lana-Blick auf. Und schon ist das Foto im Kasten. Bei uns war es einfach nur ein bisschen Polo. Also, aber sonst ist sie halt lässig, weil sie halt den totalen Wiedererkennungswert hat. Mit dem richtigen Make-up, Look und Accessoires erkennen wir unsere Bianca auch gar nicht wieder. Lana Lookalike gelungen.